Gebeten, ein bisschen zu erzählen, was aus meiner Perspektive beachtenswert ist, aktuell ist, heiß und umstritten im Bereich Gesundheit in Deutschland, aber auch in Europa. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Wir werden uns von Deutschland so ein bisschen in Europa vorarbeiten in den nächsten 20 Minuten. Warum mit Deutschland beginnen? Das werden Sie als regelmäßige Konferenzteilnehmer von ERA kennen. Weil Deutschland der Treiber ist im Bereich der Rechtsentwicklung, einfach aufgrund der Fülle der jährlichen Entscheidungen. Wir haben in Deutschland immer noch, es hat ein bisschen abgenommen, wir produzieren in Deutschland immer noch pro Jahr über 1000 Gerichtsentscheidungen im Vergaberecht, Jahr pro Jahr. Und mittlerweile, seit 5, 6 Jahren, kommt ungefähr über ein Drittel der Entscheidungen aus dem Bereich Gesundheit. Primär mit dem Fokus auf Arzneimittel und Ausschreibungen von Arzneimitteln. Ein Bereich, der nicht neu geschaffen wurde, aber der neu entdeckt wurde vor weniger als 10 Jahren, als vergaberechtlich, europarechtlich Interessierte, können Sie sich an die Eumanns-Entscheidung des EuGH vom Juni 2009 erinnern, über das deutsche Krankenkassensystem, das war der Dammbruch für die Ausschreibung in diesem Bereich. Und seitdem geht es los und in der Tat, pro Jahr geht es allein in Deutschland, und Sie kennen den Spruch, wenn Deutschland hustet, wird die ganze Welt krank. Jedenfalls redet man so in der Pharmabranche. Es geht um 40 Milliarden Euro pro Jahr, die von deutschen Auftraggebern, von deutschen gesetzlichen Krankenkassen vergeben werden. Von denen wahrscheinlich, wenn man das Vergaberecht richtig begreift, ein Großteil in förmlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben werden müsste. Eine Entwicklung, die man so ähnlich zur selben Zeit im Rüstungsverteidigungsbereich hatte, auch im Jahr 2009, als der Bereich komplett neu durch eine Richtlinie erfasst wurde. Aber im Vergleich zum Gesundheitsbereich sind hier Marktteilnehmer angesprochen worden, Unternehmen angesprochen worden, die wettbewerblich erfahren sind, wettbewerblich aggressiv erfahren sind, sich auskennen mit Klageverfahren und bei denen die Nutzung von förmlichen Rechtsbehelfen im Verhältnis zueinander, miteinander, zur Erlangung von wettbewerblichen Positionen, was ganz Normales ist. Und das hat diesen Bereich beeinflusst. Und am besten verstehen Sie, was da momentan in Deutschland passiert und worauf andere Länder mit großem Interesse schauen, wenn Sie sich vor Augen halten, die große Besonderheit an diesem Gesundheitsbereich, der diesen Health-Bereich von allen anderen unterscheidet, ist, das ist der einzige Wirtschaftsbereich, Health ist der einzige Wirtschaftsbereich von allen, in dem Ihnen jeder Marktteilnehmer, jedes Unternehmen sagt, kein Vertrag ist besser als ein Zuschlag. Und wenn man das verstanden hat, warum das so ist, weil man immer schon früher auch seine Hilfsmittel, Arzneimittel, Pillen absetzen konnte in einem hochregulierten Markt, erstattet wurde, bezahlt wurde, ohne diese wettbewerblichen Verträge mit Wettbewerb, wo es am Schluss nur einen Gewinner geben kann und alle anderen 30, 40 gehen leer aus. Wenn man die Sicht verstanden hat, kein Vertrag, keine Ausschreibung ist immer noch deutlich besser als der Gewinn einer Ausschreibung. Das ist bloß, der Zuschlag ist nur second best. Dann versteht man, was sich da für eine Wucht an Entscheidungen, Nachprüfungsverfahren und Rechtsschutz sich entwickelt hat. So, darum geht es. It's all about discounts. Es geht mehr oder weniger um die Ausschreibung von Preisnachlässen. Ich habe viel Slides dabei, das ist so ein bisschen auch das Backup für diesen Vortrag, aber es geht um enorme Einsparungen. Wir sind momentan nur in Deutschland, wir gucken gar nicht in den Bereich der EU. Es geht im Wesentlichen immer noch um einfache Arzneimittel, Generika. Arzneimittel, die man einfach kopieren kann, die nicht patentgeschützt sind, die jetzt auch nicht hochkomplex zu entwickeln sind. Das sind die Savings, das sind die Einsparnisse, über die wir momentan in Deutschland reden. Das sind Beträge irgendwo zwischen 2 und 4 Milliarden für das deutsche Krankenversicherungssystem von Jahr zu Jahr, nur durch diese neuen wettbewerblichen Selektivvertragsausschreibungen. Und das kriegen wir nicht mehr weg. Das bleibt. Das bleibt. Und die Intention der deutschen Politiker und der öffentlichen Auftraggeber ist, es muss mehr werden, es muss mehr ausgeschrieben werden. Alle Unternehmen, und reden wir mal nur von Pharma, reden wir jetzt mal in den paar Minuten, die wir haben, nur von Big Pharma Pillen, da wo das meiste Geld im Spiel ist, wo die größten Einsparungen zu generieren sind.
Über 100 Unternehmen haben Rabattverträge mit über 100 Krankenkassen. Es gibt kaum noch Arzneimittel oder auch Zeiträume, die nicht von Verträgen erfasst sind. Patentschutz läuft ab, Wettbewerb entsteht und im Grunde ab dem ersten Monat bereits sind Mittel und Wege gefunden worden, und wenn es sogenannte Open-House-Verträge sind, um in den Märkten Rabattverträge anzubieten und abzuschließen. Und wir reden, ohne Geheimnisse zu verraten, wir reden jetzt nicht von einem Rabatt von 5%. Wir reden bei den Blockbuster-Generika, also bei den Dingern, die jeder von uns wahrscheinlich in der Schublade hat, weil er Magenbeschwerden und welche anderen Beschwerden hat, wir reden zum Teil von Rabatten von über 90%. 95, 96, 97, 98% im Verhältnis zu den Preisen, die man vor 7, 8, 9 Jahren gezahlt hat. Das erklärt vielleicht auch noch einmal die Wehrhaftigkeit der Branche mit Blick auf diese Verträge. So, ein neuer Bereich. Chris fragte ja noch, what's hot and what's not. Ein ganz neuer Bereich, und das sehen wir throughout Europe, durch ganz Europa. Das sind neue Generationen von Arzneimitteln, neue Generationen von im Wesentlichen Krebsarzneimitteln, biologische Arzneimittel. Das sind schwierige Arzneimittel, die sind nicht chemisch synthetisch, die werden aus rekombinanten Proteinen, aus lebenden Organismen hergestellt. Ein Arzneimittel kostet in der Herstellung weit über 100 Millionen US-Dollar. Krankenkassen in ganz Europa fangen langsam an, auch diese Arzneimittel auszuschreiben, was industrieseitig als Desaster wahrgenommen wird, weil die Forschungs- und Entwicklungskosten derartig hoch sind, dass der Abschluss von Discount, von Rabattverträgen in den ersten Jahren nach einem Marktzutritt als wirtschaftlich verheerend wahrgenommen wird. So, das so ein bisschen zu Numbers and Figures. Jetzt will ich hier noch sagen, was so die Hot Topics im Gesundheitsbereich in Deutschland sind. Wir haben uns in den letzten 2, 3 Jahren in Deutschland enorm gestritten über die Rahmenbedingungen, unter denen Marktteilnehmer Bietergemeinschaften abschließen können. Bietergemeinschaften zum Beispiel in solchen Arzneimittel-Rabattvertragsausschreibungen. Wann können die, das sind ja alles direkte Wettbewerber, Unternehmen, die die gleichen Pillen in die gleiche Indikation zum gleichen Wirkstoff auf den Markt bringen, unter welchen Voraussetzungen können sich eigentlich solche Wettbewerber im Rahmen von solchen wichtigen, angeblich wichtigen Ausschreibungen kartellrechtsgemäß und vergaberechtsgemäß zu Bietergemeinschaften zusammenschließen? Eine enorme Flut an Entscheidungen, und ganz ähnlich, seit den letzten 3, 4 Jahren heiß diskutiert, diese Pharmakonzerne sind in der Regel so organisiert, dass es zahlreiche Tochter- und Schwesterunternehmen gibt. Das sind Konzerngeflechte. Und es ist die Frage aufgekommen, unter welchen Voraussetzungen können sich eigentlich mehrere konzernverbundene Unternehmen an ein und derselben Ausschreibung beteiligen, um möglichst viele lose Plätze im Rahmen einer solchen Ausschreibung zu gewinnen. Die deutsche Rechtsprechung seit 15, 18 Jahren war immer großzügig und sagte, hey, mehr Wettbewerb ist besser als wenig Wettbewerb. Und solange es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass man sich abgesprochen hat, dass man preisrelevante Informationen ausgetauscht hat, will man es mal konzernverbundenen Unternehmen nicht übermäßig schwer machen. Die Rechtsprechung ist gekippt, die hat sich von einem Monat auf den nächsten um 180 Grad gedreht, und momentan sehen wir es sehr, sehr, sehr restriktiv und schwierig in Deutschland, dass sich konzernverbundene Unternehmen noch im Rahmen ein und derselben Ausschreibung um selber Arzneimittel bewerben. Eine Flut von Rechtsprechung, die hier generiert wurde. Auch der EuGH hatte vor einigen Jahren mal im Jahr 2009 in Sachen Assitur was zu dem Phänomen gesagt. So, und dann, mir läuft ja auch so ein bisschen die Zeit weg, Open House. Wieder der EuGH, wieder im Juni einen Jahres, diesmal war es im Juni 2016. Open House Verträge sind, das werden Sie kennen, wenn Sie die EuGH-Rechtsprechung studieren, das sind Verträge, die keine Auswahlentscheidung mit sich bringen. Verträge, mit denen der öffentliche Auftraggeber, hier die Krankenkassen in Deutschland, an den Markt gehen und sagen, also passt mal auf, ich schließe mit jedem von euch einen Vertrag ab, mit dem ich das Arzneimittelabgabevolumen auf euch steuern werde,
Und solange mir ein Betrag von x Prozent eingeräumt wird, schließe ich mit jedem, der kommt, diesen Vertrag ab. So. Ich werde nicht auswählen, ich werde keinen außen vor lassen. Jeder, der kommt und jeder, der diese Terms and Conditions, diese Vertragsbedingungen akzeptiert, die auch nicht verhandelbar sind, der ist dabei. Gerichtshof hat gesagt, das unterfällt deswegen, wegen dem Fehlen jeglicher Auswahl und Selektivität, nicht dem europäischen Vergaberecht. Und damit ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung erwachsen, weil diese Verträge damit sozusagen nicht mehr in diesem tollen, scharfen, schnellen, in Deutschland relativ preiswerten Rechtsschutzsystem justiziabel sind, sondern als kaum noch gerichtlich überprüfbar begriffen werden. Die momentan in einem so hoch umstrittenen Bereich wie den Arzneimittelausschreibungen sehr stark auftraggeberseitig verwendet werden, um Vertragsmodelle zum Abschluss zu bringen, ohne sich permanent der Gefahr Vergabe gerichtlicher Überprüfung entgegenzusehen. So. Weitere Probleme, die wir in Deutschland und anderen Ländern sehen, das sind also neben in der Tat Nachprüfungsanträgen, die wahrscheinlich eher Ausschreibungen behindern sollen, als den Zuschlag erlangen und befördern sollen, Probleme im patentgeschützten Bereich und die Ausschreibung und die Herstellung von Wettbewerb zwischen Arzneimitteln, die eigentlich noch patentgeschützt sind. Mit erschrecktem Blick auf die Uhr will ich jetzt kurz in den letzten Minuten Deutschland noch verlassen. Das ist ja auch eine europäische Konferenz und Sie kommen von überall in Europa. Und ein Trend, den wir in vielen europäischen Ländern sehen momentan und der wahrscheinlich im Gesundheitsbereich, ich habe ein Team von 10 Vergaberechtlern in Deutschland und global bin ich der Leiter von einer Gruppe von ca. 160 Vergaberechtlern. Wir in Deutschland verbringen über 50% unserer Zeit mit dem Gesundheitsbereich und mit solchen Arzneimittelausschreibungen. Und der Bereich, den wir als den Bereich in den nächsten 3 bis 5 Jahren ansehen, das sind die Ausschreibungen für diese biologischen, biotechnologischen, für diese hochkomplizierten Arzneimittel, wo es bisher kaum gesetzliche Rahmenbedingungen gibt und wo die Frage, ob solche Arzneimittel von unterschiedlichen Anbietern, ob man die überhaupt vergleichen kann, ob man die vergaberechtlich vergleichbar machen kann, hoch umstritten ist. Wir haben eine Marktuntersuchung mit eigenen Leuten, mit unseren Kollegen angestellt in 10 Jurisdiktionen, in 10 Ländern, haben den Kollegen 10, 20 bis 30 Fragen gestellt zu dem Bereich, werden bei euch biologische Biosimilars ausgeschrieben, was sind die Rahmenbedingungen? Und was wir in Return wiederbekommen haben, das zeigt ein relativ klares Muster durch Europa. In den meisten Ländern unternehmen momentan, in 8 von 10 von den europäischen Ländern, unternimmt momentan der Gesetzgeber oder die öffentlichen Auftraggeber starke Bemühungen, den regulatorischen, den gesetzlichen Rahmen, sei es der gesundheitsrechtliche oder sei es der vergaberechtliche Rahmen, den Rahmen so zu schaffen, dass man derartige Arzneimittel wettbewerblich gegeneinander ausschreiben und ausspielen kann. Und wir sehen auch bereits erste Ausschreibungen in ungefähr der Hälfte der Länder, die wir uns angeschaut haben. Und wir sehen auch schon die ersten Gerichtsverfahren. In Deutschland einige, wenige, aber hoch prominente. 3, 4, 5 Verfahren in den letzten Jahren, über die in Deutschland aber jeder in dem Bereich spricht. Und wir sehen auch bereits die ersten Gerichtsverfahren in Italien, Spanien und das nächste Land, in dem es wahrscheinlich losgehen wird, mit vergaberechtlichen Verfahren hierzu, wird vermutlich Frankreich sein, nach unserer Wahrnehmung. Das ist wahrscheinlich das aktuellste Thema, dieses Thema Ausschreibung von Rabattverträgen für biotechnologische Arzneimittel, was in dem Bereich Health die nächsten Jahre bestimmen wird. So. Ich hätte noch genug dabei für die nächsten 20 plus 20 Minuten, aber als Gebot der Fairness zu meinen Mitreferenten würde ich jetzt, wir haben ja auch noch eine Q&A-Session am Ende, kurz zum Ende kommen. Wenn Sie in meine Präsentation, in die Slides, in den Tagungsunterlagen blicken, da das Ganze hier ja eine europäische Konferenz ist,
Sie sehen hinten noch einen Teil von Folien, die ich nicht covern möchte. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, Kollegen zur Vorbereitung des heutigen Tages in 8 Ländern, die Länder sehen Sie ja da, von Österreich, Schweden, Spanien, UK, Finnland und so weiter, Sie gefragt, sag mal, alles erfahrene Vergaberechtler, Partner, die einen Großteil ihrer Zeit mit Ausschreibungen im Gesundheitsbereich verbringen und mir eben gesagt, hört mal zu, bin hier auf diese Konferenz eingeladen und ruft mir noch mal kurz zu, what's hot and what's not in eurem Land. Worüber redet ihr momentan in den letzten 1-2 Jahren, wenn es über Ausschreibungen im Bereich Health geht? Und die Antworten der Kollegen finden Sie auf den Slides am Ende meiner Präsentation. Können wir auch nachher gerne noch darüber reden, aber ich würde jetzt erstmal vor der Diskussion fairerweise zu einem Ende kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie hatten keine wirkliche Wahl. Und ich würde das Wort weitergeben an den Bereich Energy.